Howdy, Homonetic-Fans, ich bin's, euer Raven Duck Reap. Heute bin ich halt in Gelsenkirchen, wie schon am Montag gesagt. Okay, das heißt hier am Montag. Eigentlich waren wir schon die ganze Zeit letzte Woche, also jetzt hier, am Dienstag haben wir jetzt. Morgen fahren wir wieder zurück. Aber ja, dieses Video kommt jetzt Mittwoch, diesen Mittwoch jetzt hoch. Wie ihr seht, ja, ich laber mal wieder viel. Auf jeden Fall, heute sind wir in einem Zoo mit den Leuten, denen ich hier bin. Auf jeden Fall laufe ich hier rum. Natürlich will ich hier auch in diesem Zoo, Erlebnispark, was weiß ich, was das hier ist, war ich noch nie. Würde ich auf jeden Fall die Tiger filmen und alles für alle Tierfreunde. Und ja, bis gleich. Ich mag zwar Tiere so, aber so gerade heute Bock hier zu sein, außer jetzt das Video zu machen, habe ich jetzt keine Lust. Ich wäre lieber jetzt dort in der Jugendherberge und hätte, keine Ahnung, irgendwas gezockt, Pokémon Sonne und Mond oder so. Ja. Sorry, wenn das hier verwackelt ist, aber die Wege hier sind hier ein bisschen scheiße. Vor allem hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Na, ja. Bald hole ich mir übrigens auch ein neues Mikro. Nicht nur dieses interne Mikro, was ich habe, sondern auch ein separates, wo ich auch die Interviews besser aufzeichnen kann. Damit keine Störgeräusche da sind, damit man halt die interviewte Person halt besser hört, weil auf der Gamescom war das ja ganz schlimm. Draußen ging es, aber nicht in den Hallen. Ja, mache ich jetzt mal kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich. Thank you.
Ja, da sind die Hirsche, wie ihr seht. Und ja, ich gehe da mal jetzt näher ran und da ist eine Gans. Seht ihr sie? Da ist die Gans. Was macht die da? Und das sind Enten, die ich gerade sehe. Ja, läuft bei euch. Ich weiß gar nicht, dass sie hier auch Enten und Gänse führen. Hinter da sind Elche oder Hirsche eigentlich? Gucken wir mal so schön raus. Ich glaube, das sind Elche. Das sehe ich schon an den Geweih, falls ihr das von hier erkennen könnt. Die einen können auch nicht gut laufen. Der ist böse. Was macht der Bär da? Er buddelt irgendwas. Witzig. Da sind auch ein paar Bären. Seht euch das an. Der Bär ist auf den Ast geklettert. Nice. Das Geile ist, wie will er da wieder runterkommen? So ein kleiner Fettsack. Wenn wir hier auf die Landschaft, ist ziemlich gut. Ja. Mach auch nebenbei ein paar Fotos, deswegen auch die Clip-Geräusche. Aber das Video darf auch nicht fehlen. Und ja. Was ist hier drin? Hier ist kein Zugang. Oder? Ne? Ich glaube, ich laufe wieder zurück zum Eingang und dann. Ja, Sie können ruhig reden. Also. Kennen Sie das jetzt? Also der erste Mal hier. Ich bin zum ersten Mal hier. Ja gut, aber was ist hier? Da ist so ein Hologramm, glaube ich. Hologramm? Ja, es sah so aus, als ob man da überhaupt nicht weitergeht. Also ich brauche auf jeden Fall einen Knopf bis zum Drücken, also zu auf den Seite. Aha. Hier ist der Knopf. Wollt ihr auch mal sehen, wie schön mein Gold glänzt? Ach, hier ist sowas wie ein Rundgang. Machen wir mal mit. Dankeschön. Ja. Ich kenne das schon. Das kann man da. Super, Applaus. Und weiter? Ich will ein dreckiges Gold gar nicht haben. Da hat er gestaunt. Da hat er gestaunt. Hat mich zwar auch erwischt. Aber. Mein Gold, das hat er nicht bekommen. Ich will ein dreckiges Gold nicht. Mike interessiert sich nicht für Gold. Ich will nur Diamanten. Der weiß bestimmt, wo der Enderman ist. Okay, cool. Und weiter? Thank you.
Klaus, komm mal her, hier ist es interessant. Mecklenburg. Blöder Klaus, 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 Klaus. Warum müsst ihr Fotos von mir machen? Ich werde ja ganz verlegen. Geht weg. Jetzt drehe ich mich im Kreis. Ich habe keinen Bock mehr auf die Menschen hier. Ich gehe lieber zu meiner Freundin. Mit der habe ich mehr Spaß, wenn ihr wisst, was ich meine.